Der Ausbildungs- und Fachkraftdialog ist eine der zentralen Veranstaltungen im Geschäftsbereich Aus- und Weiterbildung, weil wir das Ziel haben, die Betriebe bestmöglich zu unterstützen, einerseits mit Auszubilden, andererseits mit Arbeitskräften, aber auch mit Fachkräften aus dem Ausland. Und das ist ein Unterfangen, das für die Betriebe neu ist. Und wir wollen sensibilisieren, wie diese Schritte aussehen können. Und jetzt werden Sie sich fragen, wie soll ich das alles bewältigen? Denn die Konsequenz ist ja letztendlich, wenn Sie diese neuen Wege gehen, stehen Sie vor neuen Herausforderungen. Und wir bieten dieses Jahr kostenfrei für interessierte Betriebe an, den betrieblichen Integrationslotsen. Also ich muss als Unternehmen, wenn ich mich auf diese Zielgruppe stärker einstellen will, auch mehr Know-how an Bord haben, als dass ich das bisher habe. Ich brauche mindestens eine Person, die sich mit all diesen Integrationsfragen intensiv beschäftigt und ansprechbar auch ist. Einerseits intensivieren wir gerade unsere Kontaktdichte in der Beratung, sodass einfach mehr Menschen auch mit Betrieben in Kontakt geraten. Mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über Sprachkurse, aber auch eine professionelle Beratung, die wir in den Jobcentern und Agenturen bieten, aber auch finanzielle Möglichkeiten. Damit wir da für die Menschen und für die Unternehmen zu guten Lösungen kommen. Ja, ich denke, dass es jeder Betrieb sich damit befassen muss mit dem Thema. Nur die Unterstützung gesellschaftlich, genauso wie von den Agenturen für Arbeit oder der IHK, muss auch einfach gewährleistet sein, damit kleinere Betriebe auch die Chance haben, das Ganze zu stemmen. Wenn Sie als Betrieb, als Unternehmen diesen Weg gehen, dann unterstützen wir Sie IHK-seitig. Das Welcome Center generell in Rheinland-Pfalz ist eine Initiative gemeinsam mit der Landesregierung. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Fachkräfteeinwanderung und die Integration von Zugewanderten in Rheinland-Pfalz funktioniert. Wir geben Tipps, Hinweise, wir sind Lotse, Wegweiser, wir sind Experten und lotsen einfach die Arbeitgeber und internationale Fachkräfte dahin, dass das alles funktioniert.